Eigentlich würde ich gar nicht gerne auswandern, aber wenn ich auswandern müsste oder die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, irgendwo ins Warme gehen, vielleicht Spanien, Italien, sowas in die Richtung ans Meer. Ich bin eigentlich sehr glücklich in Deutschland. Also es gibt fast kein besseres Land, um da sesshaft zu werden. Mal kurz woanders hin, okay, aber ich fühle mich in Deutschland schon sehr wohl. Ich würde gerne mal nach Spanien, glaube ich, aber auch schön ans Meer. Einfach da das Leben genießen, ja, Kultur, das Essen. Nur wenn ich meine Familie mitnehmen kann, natürlich. Vielleicht nach Spanien, ist ja doch öfter schöneres Wetter und nicht ganz so weit weg von Deutschland. Caribbean oder Japan. Ja. French Polynesia. Es ist weit weg und du bist alleine im Paradise. Einfach irgendwo in einer Insel am Meer. Auswandern glaube ich nicht. Habe ich mir lange vorstellen können, aber mittlerweile habe ich schon die Vorzüge, die Deutschland hat, irgendwie auch mal wertschätzen können. Und deswegen könnte ich mir, glaube ich, auch nicht vorstellen, auszuwandern. Niemals nie, würde ich sagen. Aber trotzdem ein Ferienhaus in Portugal und trotzdem in Deutschland wohnen bleiben. Es sind viele Länder, die mir ansprechen, aber ja, wenn ich dann auch noch Fußball spielen kann, dann glaube ich ja in der USA, glaube Kanada. Ja, Kanada glaube ich noch besser. Paris. Paris ist gleich. Ich gehe immer nach Spanien eigentlich. Ja, weil da ist immer die Sonne und ich mag die Sprache und das Essen. For now, I would say, like maybe in Spain, I can live. Yeah, I like the weather there, so it's good. I like Barcelona as a city, so yeah, maybe Spain. Generell auswandern, glaube ich, wäre nichts für mich. Aber was ich ganz gern machen würde, wäre eine Safari in Südafrika und ja, so ein bisschen die Wildnis sehen dort, die Tiere und ja, steht auf jeden Fall auf der Liste. Ehrlich gesagt möchte ich nicht weit auswandern, aber mal ja, in den Urlaub fahren würde ich ganz gerne mal nach Neuseeland, weil mich das Land einfach total interessiert. Und was mich eigentlich so in der Vergangenheit eher abgeschreckt hat, war eben ja, die lange Reise dahin. Aber ich denke mal, nach der Fußballkarriere werde ich auf jeden Fall mal mir die Zeit nehmen und dann Neuseeland mal erkunden. Ich würde nach Neuseeland auswandern, weil ich das ein unglaubliches Land finde. Also ich war schon einmal dort mit der Nationalmannschaft, mit der U17 damals. Und da hat mich dieses Land einfach verzaubert, sozusagen. Und die Menschen sind da super, super freundlich. Und da würde ich dann gerne hingehen. Oh ja, yeah, Australia. Because I love to travel and I've never been there. And I've heard that it's really beautiful. So I want to go to Australia, New Zealand. But after my career, I told my girlfriend I want to travel for maybe 6 months or 1 year to see the world. Australien, aber auch nur, weil ich noch nie dort war. Und auf den Bildern sieht es immer cool aus. Ich sage mal aus Spaß, ich möchte in Australien auf so eine Himbeerplantage und Himbeeren pflücken gehen. Und da würde ich gerne auswandern, allein ja, weil das Wetter da sehr schön ist und ja, so. Dieser Lifestyle in Australien, glaube ich, würde mir sehr gut gefallen. Aber es ist auch sehr, sehr weit. Also vielleicht irgendwas nicht ganz so weit. Aber wenn, dann Australien. Ja, das wäre schon ganz schön. Seychelles. Seychelles, weil dort ist eine geile Insel. Und ich habe schon ein paar Bekannte, dass dort mal war. Und die hat gesagt, einfach, Paulo, du musst einfach einmal dort gehen. Einfach genießen. Dort oder Bali? Ich glaube, ist auch gut. Ja, in Polen. Aber okay, andere Land. Aber andere Land vielleicht, keine Ahnung, Italien oder Spanien, weil einfach warm ist da und deswegen. Kein spezielles Land, einfach irgendwo hin, wo es immer angenehm warm ist, wo ich einen Strand habe und ein Meer. Vielleicht mal im Alter. Ein Alterswohnsitz irgendwo ins Warme verlagern, das wäre doch nicht schlecht. Gut, ich war jetzt im Urlaub auf Ibiza, wir waren einen Tag auf Formentera und das war wirklich mega schön. Also ich finde, das ist so Karibik-Feeling, du bist aber trotzdem irgendwie nur so 2,5 Stunden von Deutschland entfernt und das war wirklich so die Ruhe und
die Atmosphäre da hat mich echt, also fand ich richtig schön und kann mir gut vorstellen, dafür auch nochmal hinzugehen. Ich war auf den Malediven, ich würde da nochmal hin. Oh, auswandern. Ich glaube, ich würde mal gerne nach Skandinavien, aber nur, weil ich es landschaftlich sehr schön finde, aber selbst noch nie dort war. Wieder in die DDR. Nee, Spaß beiseite. Auswandern. Ich fühle mich eigentlich relativ wohl in Deutschland und bin auch immer froh, wenn ich wieder auch aus dem Urlaub oder aus verschiedenen Ländern wieder zurückkommen kann. Für mich einfach, wir haben schon ein hohes Maß an Qualität und an einen hohen Standard, deswegen bin ich froh, in Deutschland zu sein. Nach Kanada. Ich war schon mal in Kanada und es hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich würde da Richtung Thailand, Osten, Asien gehen. Ich war schon mal in Thailand, war überragend dort und ja, ich mag das dort unten. Also dieses Einfache, auch das frische Essen, das gesunde Obst und so, das ist echt, war echt cool dort. Südamerika. Also ich weiß nicht, ob ich dafür immer bleiben wollen würde, aber ich fände die Erfahrung, in dem Land zu leben, die will ich auf jeden Fall einmal mitnehmen. Einfach weil es von der Kultur her, von der Mentalität mich sehr inspiriert. America or Paris? Uff, ich würde gerne mal nach Amerika. Einfach. Ich habe mir sagen lassen, die Sonne ist da komplett anders und die Sonnenuntergänge sind schöner als hier. Deswegen würde ich das einfach gerne mal erleben. I'll say maybe America. Oh, ich glaube nach Bali, weil da ist es relativ günstig. Und in die USA, weil USA ist schon so ein Land, wo man sagen kann, da kann man gerne schon ein bisschen Zeit verbringen. Ich war schon mal in Mexiko und ich fand das eigentlich da sehr schön. Also bis jetzt ist das, glaube ich, der schönste Ort, wo ich war.